dich Sexualität? Wow, über dieses Thema, das ist so ein gigantisch. Ne? Ich konnte fast sagen, dass Bauch, weil ich erzähle, ne, dass ich so Bauch schon ein paar Tage, weil das ist wirklich eine sehr umfangreiche Inhalt und so weiter. Von Anfang, Sexualität für mich ist ein sehr, sehr ernstes Thema. Und ich habe auch sehr viel Sache auch mich selber überzeugen muss und auch überwinden muss. Trotzdem, ich habe das ist getan aus meiner eigenen Überzeugung, weil ich habe sehr, sehr viel chinesische Altbücher gelesen. Dann stand sehr viel über auch Sexualität und auch geheime Wissen dahinter steht. Und dann habe ich versucht, selber das anfangen zu praktizieren. Und langsam merke ich, dass ich aus der Sexualität, so wie dass sie so eine magische Kraft, das lassen eine Blume langsam aufblühen. Gleichzeitig da löst deine alles Problem auf. Das ist so unheimlich Kraft dahinter steht. Und so weiter. Jetzt praktiziere ich seit schon fast 1 Jahr. Kann ich einfach zu euch sagen, dass sie so wie atmen, so wie die frische Luft, wie eine schöne Musik und eine fantastische Tanzen. Na, das Sexualität bedeutet eigentlich alles. Das ist unser Leben. Was meinst du mit seit einem Jahr praktiziert? Achso, dieses Thema muss ich noch ein bisschen nah erklären. Und seit circa 1 Jahr habe ich sehr intensiv beschäftigt mit diesem Thema Sexualität. Gleichzeitig verbinden mit Spiritualität. Ne? Gerade durch mein Projekt Tempel der Ausdi und auch Dao-Massage. Mein Projekt Tempel der Ausdi, das habe ich versuchen durch dieses Projekt andere Leute zu vermitteln. Besonders aus unserer Kultur, Asiatenraum, ne? Eine sehr, sehr alte Kultur über diese Sexualität, diese Wissen. Aber das für mich einfach Schwierigkeit ist in Europa-Raum, ne? Weil ich über diese Sexualität, dieses Thema zu tun, ist sehr, sehr viel durch zwingenden Club oder durch Party, ne? Und dann über dieses Thema mehr ist über dieses Thema beschäftigt. Und dann habe ich auch gar keinen Zugang oder so eine Basis, was ich auch in die eure Kultur reinpassen kann. Ich habe versucht, auch solche Veranstaltungen, ne, zu machen, aber das ist, kommt Wissen nicht raus, sondern Leute genießen mehr, ist oberflächlich, ne, die körperliche Bedürfnis. Auch mit mir, ne? Eine so ein bisschen junge Asiatin, diese Wissen wurde nicht vermittelt. Das hat mich schon sehr viel nachdenklich gemacht. Danach habe ich meine Dao-Massage seit diesen Jahren angefangen, weil ich möchte auch sehr gerne, dass ich so durch den sanften Weg, ne? Und meine Sexualität, Leute, vermittle, eigentlich das ist eine Form von der Liebe. Und dann fand ich an, das ist ganz normale Massage, ne, zu vergeben. Und durch diese Liebe vergeben und dann die komplett Wissen von dem über Sex ist so wie in Raum gestreut, ne, dass sie nicht mehr nur auf dem meine Kopf geprägt, sondern dass sie es gestreut in meinen Gast, in den Körper hinein und in ihre oder in seine Seele und auch Veränderung in dem Massage, diese Zeit mit mir und dann dadurch Leute indirekt oder so unterbewusst sehr große Veränderung. Das ist ganz anderer Weg als so normale Party zu veranstalten und versuchen, dieses Wissen so rüberzubringen. Weil Worte manchmal ist sehr, sehr schwierig. Wenn du etwas über Worte etwas vermittelst,
Und dann immer kommen sehr viele Missverstände. Oder dass ich konnte nicht direkt komplett dieses Wissen überbringen, weil jeder denkt etwas anders. Aber wenn du durch emotionale, eine Berührung oder eine schöne Musik oder das ist einander Körper zu schmelzen, diese Wissen dann wurden von anderer Art und dann reingebracht. Ne? Das ist eine sehr, sehr magische Kraft überhaupt, gerade durch Liebe. Und dann, ich spreche sehr gerne mit einer Bildsprache bei den Sexualität dieser Thema. Ne? Und dann sehe ich überall eigentlich, dass sie so wie Pyramide, dass sie so eine so Dreieck. Meiste, dass die Sexualität dieser Thema, die Dreieck ist nach unten versunken. Aber was ich vertreten müsste, dass sie diese Pyramide spitz nach oben aufsteigt, Magie. Du sagst, deine Massage sei einfach, aber du sprichst auch von Magie. Ja, dann frage ich, was willst du von mir bekommen? Dass immer jeder Mensch ist individuell. Manche, das kommen einfach zu mir, weil sie wollen auch eine schöne Zeit mit mir verbringen. Das ist relativ in meinen Augen, dass sie so die körperliche Bedürfnis. Dann bekommen auch sehr schöne Zeit mit mir zusammen verbringen, ne? Und gleichzeitig, dass sie auch diese Reinheit von dem Sex zu mir kommen, ne? Dass sie etwas anders wie mit normaler Sex. Ne? Und gibt manche kommen einfach zu mir, weil das sie total Problem, beruflich Problem, ne? Oder dass sie so die Beziehungen Probleme und so weiter. Das alles in meinen Augen ist eine Stagnation. Dadurch meine sehr samtige Massage werden die alles Blockade gelöst. Ne? Besonders Dao-Massage, das ist eine Massageart, auch mit Gesundheit, Medizin, Behandlung zu tun. Das kann man die körperlich, dass die Belastung rauszulassen, ne? Und dann für die Gesundheit ebnen, gleichzeitig auch für deine Seele, dass sie eine seelische Heilung. Gibt manche auch zu mir kommen, einfach weil er das ist so spirituell wollen weiterkommt. Dann sprich wieder sehr viel über Meditation, über Vereinigung, Ritual, dass ich etwas höre. Dass die Frage immer, was du eigentlich möchtest. Was ich brauche. Genau, was du Okay. brauchen und was du möchtest von mir. Das ist so, das ist eine, das in meinem Auge, egal welche Ebene, egal das körperliche Ebene oder seelisch, Heilung oder geistlich Ebene zu kommen. Das kann man alles durch Massage, durch Liebe und Sexualität, das erreichen kann. Ist das nicht magisch? Ja.